So, wir kommen jetzt zu Star Wars. Wir machen jetzt weiter. Wir haben letzte Partie angefangen. Hatten schon eine kleine Schlacht im Schlund. Ja, die war jetzt nicht so schwer. Wir haben gewonnen. Ja, und jetzt machen wir direkt weiter. Wir waren uns eigentlich am Aufrüsten. Ich will eigentlich gerne Planet für Planet jetzt aufrüsten. Das habe ich in der letzten Partie schon dreimal oder so gesagt. Fangen wir erstmal hier oben wieder mit an. Was haben wir hier? Hier kommt noch eine Golan-Station. Ne, warte mal. Wir bauen so ein Zimmer hin. Ups, wir sollten mal nicht auf Pause machen. Ich glaube, ich rüste jetzt erstmal überall die Raumstation auf. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Noch eine Flotte beim Schlund. Okay. Na gut, wenn er kommen will, soll er kommen. Wir haben jetzt nichts verloren. Sollten die Chancen noch ausgeglichen sein. Nur dann ist es nicht doof, weil die Sternzerstörung mal so lange brauchen bis nach da unten. So, alle direkt in Angriffsposition, ihr braucht nicht so lange. Ihr braucht euch nicht zurückziehen, weil die paar Schiffe könnt ihr vernichten. Warten wir gerade, bis alle Bomber gestartet sind. Dann schicken wir die alle los. Ja, eigentlich nichts Gefährliches. Das Einzige, was gefährlich wäre, sind die B-Wing, die Y-Wing-Geschwader, der Rest wird alles abgeschossen. Nur halt auf unsere Werft aufpassen, kann er jetzt nicht mehr schießen. Interceptor-Geschwader meldet sich wie befohlen. Naja, ist halt so. Dafür können wir ja die Golan-Station kaufen. Naja, die TIE-Interceptor liefen sich im Gefecht mit den X-Wings. Hier haben wir auch noch X-Wings. Werden wahrscheinlich gleich den TIE-Fightern zum Opfer fallen. Ne, sie drehen ab. Ich glaube, ich stationiere mal ein TIE-Fighter-Geschwader bei der Schiffswerft hin. Falls die Feinde da irgendwie nochmal rankommen sollten. So, da könnt ihr euch den in den Weg stellen, das sind eh kleinere Schiffe. Die Y-Wings werden ja hoffentlich von den ganzen Bomber, von den Jägern abgeschossen. Ja, die kommen ran. Warum auch immer die X-Wings hier auf einmal Photon-Trios haben. Aber egal, die machen sehr wenig Schaden. So, was macht ihr denn? Ihr solltet doch bitte hier runterkommen. Die Quinnung ist ein bisschen komisch hier. Ja, die Bomber nimmt schon den Feind unter Beschuss. Die Y-Wings werden auch direkt angegriffen. Das ist gut. Hallo, du sollst dich mal bitte drehen. Mann. Also manchmal ist die Wegfindung echt komisch. So, bleib stehen. Lass den ruhig näher kommen, wenn er näher kommen will. Komm weiter runter. Was? Ach so. Sollte die Golan-Station eigentlich schaffen. Aber man weiß ja nie, ich schick den mal damit runter. Die beiden anderen können ja hier unten sauber machen. Ja, wir haben jetzt noch einen Angriffskreuzer hier, den Bolombi-Fregatte hat schon kein Schild mehr durch die Bomber. Ja, die wird auch vernichtet. Wie sieht's jetzt hier aus? Ja, die eine dreht schon ab. Der Antrieb wurde auch vernichtet, wunderbar. Ja, die haben die Schild und ganz, ganz bisschen angekratzt. Melde mich, liebe Sternzerstörer in Bereitschaft. Wenigstens können die Sternzerstörer mal zu mir, wenn die Leute, die den Allianz schon mitgesehen haben, von den Rebellen Staffel 2, die wissen ja, wie viele Sternzerstörer ich da vernichtet habe. Weil die KI ja mal übelst brutal da war. Ach, bis sie kein Geld mehr hatte. Also Geld nicht, aber kein Militärpower mehr. Dann hat sie ja fast gar nichts mehr gemacht. Außer sich natürlich neu aufgebaut. Und derzeit konnten wir uns natürlich auch wieder aufbauen. Das heißt, wir hatten dann auch genügend Schiffe. Ach komm, so, das sind so kleine Flotten. Wär spannender gewesen, wenn er die zusammengezogen hätte. So. Gegnerische Flotte im Anflug. Corellia. Was haben wir hier für Abwehr? Gar keine gute Struktur. Was machen meine Bodentruppen im Orbit? Oh, kommt mit B-Wings an. Oh, das ist doch wieder dieser Fehler gleich, ne? Und ich habe nicht gespeichert. Ah, das ist jetzt dieses Problem. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder geht. Also eigentlich ist ja die Schlacht beendet, nachdem die Jäger vernichtet werden. Nachdem die großen Schiffe vernichtet werden. Hier ist es ja aber so,
Ja, hier ist es so, dass eine Schlacht gewonnen ist, wenn man alle großen Schiffe vernichtet hat. Ich bin dran. Lander bereit. Nur eigentlich ist es ja so, dass man die Jäger auch zerstören muss. Und das zählt ja hier anscheinend nicht. Als Sieg dann, wenn man die Jäger... Weil ja kein... Ah, ich rede so viel Blödsinn. Ihr werdet schon gleich sehen. Ja, die B-Wings, hier so ein bisschen was. Ja, das war's. Wir müssen jetzt warten, bis er sich vielleicht zurückzieht. Und in der Zeit können wir vielleicht mal Upgrades kaufen. Ich hoffe, der zieht sich zurück. Ja, wie ihr seht, das meinte ich ja. Wir haben jetzt alles vernichtet. Der Feind... Das zählt nicht als Sieg. Oder das Sieg zählt nur, wenn man alle groß... Oh. Wow. Oh, wow, wow. Was wollen die denn hier? Alter. Das ist natürlich ärgerlich. Ich bin gerade abgezogen. Und der kommt auch gefährlich nah. Das sind doch die Truppen von Admiral Thrawn, ne? Ja, ist natürlich jetzt richtig scheiße, wenn die so viel Schaden haben. Das, ich hoffe mal, die vernichten jetzt keine Schiffe. Ja, ja, die Rebellen, ja, wie sind jetzt, ziehen sich jetzt die Rebellen zurück. Naja, doof, dass jetzt direkt... Na egal, wir haben es eh gewonnen. Aber wir dürfen jetzt auch nichts verloren haben. Nein. Erstmal speichern. Hallo? Schon sagen, könnt ihr mal auf den Boden kommen? Naja, anscheinend wollte er mit den Flotten zusammen angreifen. Jetzt kommt erst sein Rest. Ach, ich habe auch keinen Bock mal gegen so Pippelpappel zu kämpfen jetzt. Aber die KI ist auch schon ein bisschen... Also hat schon ordentlich Schiffe, also jetzt, gut, das ist nicht Allianz, aber sonst, so von den Ausgleichen hier und Schiffsauswahl, okay, Schiffsauswahl jetzt nicht, aber so von den Schiffen her, für diesen Mod ist die KI schon nicht so schlecht. Also die greift schon relativ, sag ich mal vorsichtig, stärker an. Als sonst im normalen Star Wars auf der niedrigen Schwierigkeitsstufe. Hm. Naja. Schieben wir erstmal die ganzen Bomber los und Jäger. Ich hoffe mal, dass der Feind jetzt nicht schon wieder hier ankommt. Also dieser andere Feind. Ja, die Bomber kommen gar nicht näher. Die werden sofort von den Raketen oder von den... Ja, halt von diesen Korvetten hier abgeschossen oder Fregatte. Ja, das möchte ich aber bitte, dass hier die Bombe abschießt, weil die kommen echt nah. Dreh dich mal, du kommst hier auch hin. Die MC-80B waren das, ne? Ja, MC-80B. Sind jetzt nicht... Oh, okay, die sind schon... Insbesondere, die kommen hier echt durch. Meine Schiffe. Bleibt jetzt mal stehen. So. So, du kommst jetzt hier. Du fängst die, fang die Trägerschiffe ab. Ihr sollt alle eigentlich mal am besten auf den hier schießen. Am Kämpfen. Ich schicke schon Verstärkung darunter. Da kommen ja die Angriffsschiffe. Ich möchte mal bitte, dass du dich drehst, damit du schießen kannst. Mann, ey. Dass die immer wegfahren, die Schiffe. Das stört mich so ein bisschen an dem Mod. Der verdammt viel Schild. Das ist echt heftig. Ja. Ihr habt keine Chance, ihr Trägerschiffe. Fregatte, das sind eigentlich Trägerschiffe. Aber naja, egal. Am besten, ihr schießt jetzt erstmal die Schiffe kaputt. Also jetzt konzentriert euch da drauf. Ihr beide konzentriert euch auf das Schiff. Ja, keine Chance. Wir sind schon weit gekommen, ne? Aber das liegt daran, weil die so viel Schild haben. Ah, Wunder, es wird auch hier von unter Beschuss genommen. Wo ihr
ihr solltet euch lieber um die hier kümmern. Aber das Schiff kommt schon echt nah. Naja. Ich bin mal gespannt. Wir haben den Antrieb ja vernichtet. Das Schiff dürfte eigentlich nicht entkommen. Ja, ist nicht entkommen. Ich wollte schon sagen, weil es hat ja keinen Antrieb mehr. Wie will es denn entkommen? Entkommen, ja. Gut, ja, müssen wir eigentlich immer noch weiter aufrüsten. Müssen nicht, aber ich mach's halt. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. Schon wieder Corellia. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Oh. Ovilla Tilo ist ursprünglich eine imperiale Admiralin, die aber zur neuen Republik übergelaufen ist. Okay. Ja gut, na der ist halt gefährlich. Ich glaube, das ist auch der Anführer der neuen Republik. Wollte ja jetzt eine Gunnar-Station da bauen. Aber die greift ja nicht jede Sekunde an. Das ist wiederum ein bisschen nervig. Na, kann man das machen? Ich glaube, am besten wäre es, wenn wir einfach hier in Verteidigungsposition bleiben. Da die Feinde ja hier lang kommen. Und es ist eh eigentlich vollkommen Blödsinn, ist da näher ranzukommen. Da der Feind sich ja eh aufteilt auch. Verstärkung unterwegs. Der Gegner wurde können aber euch schon mal vorschicken. Hört ihr einen Interdiktorkreuzer? Lustig. Lustig. Oh, jetzt kommt er von unten lang. Deshalb bleiben wir einfach mal hier stehen. Lassen die Feinde einfach näher kommen. Ihr kommt auch mit runter. Wenn ich ja Glück habe, kommen wieder die Truppen des anderen Feindes hier runter. Ob wer ist ein gefährlicher? Home 1? Hm, naja. Ja, das ist kein Ding, das kleine Puppelteil hier. Ja, hättest du nicht überlaufen sollen, dann würdest du jetzt nicht sterben in dieser Schlacht. Was? Die hatte echt Teilbomber gehabt. Lustig. Ja, wir bleiben einfach mal gerade in Verteidigungsposition. Euch schicke ich mal alle, ja, auf Gegner jagen. Und wir warten einfach gerade hier, was passiert. Der Feind kommt aber echt bedrohlich nah da lang. Obwohl Home 1 ja auch nicht gerade ohne ist. Ich glaube, wir greifen mal den Schiffen ganz schnell Home 1 an. Da er ja schneller hier unseren Schiffen ist, und dann drehen wir direkt nach links und vernichten die anderen Schiffe. Hallo? Wo wollt ihr denn lang? Das meine ich. Ich habe eigentlich auf Angriffsbefehl geklickt und die fahren irgendwo hier unten lang. Das ist echt komisch. Tja, toll. Naja, du kannst mal damit drauf schießen. Ja, du kannst auch mal hier mit angreifen. Ja, das ist halt mein Schiff, das möchte ich eigentlich nicht so gern verlieren. Ja, um eins ist halt schon mächtig unter Beschuss. Du ziehst dich mal hier drin, nach hier, und du auch. Ja, die ist tot, die hat keine Chance. Tja, ne? Hättest du uns nicht verraten sollen. Dann würdest du länger leben. Ja, um eins hat auch keine Chance. Deshalb war es sein Fehler, sich aufzuteilen mit seinen Schiffen. Ja, du sollst dich mal ein Stück zurückziehen. Ja, das war halt sein Fehler, sich aufzuteilen. Gemeinsam hätten sie wahrscheinlich viel mehr Ärger gemacht. Ja. Jetzt haben wir echt den Rebellenanführer getötet. Ja, da zieht er sich auch sofort zurück. Eigentlich möchte ich, dass ihr alle auf den Antrieb schießt. Dann kann sich der nämlich nicht zurückziehen. Ja, das war's. Ah, wir hätten wahrscheinlich auch gar nicht den Antrieb brauchen. Denn er vernichtet, wird auch so vernichtet. Gut, du ankommst jetzt. Dann kannst du ja mal deine Freunde warnen, dass sie uns hier in Ruhe lassen sollen. Ne, wir sind noch
in der ersten Ära. Oh komm, ich habe jetzt aber keine Lust andauernd hier defensiv zu kämpfen, weil der Feind meint, er muss hier jede Sekunde mich nerven. Gut, die beiden Planeten sind fertig und fehlt noch eine schwere Werft. Hm. Ja, da müssen wir dann jetzt hier weiterhin verschanzen. Hier war ja fertig, ne? Ja, zwei Godan-Stationen. Hier war... Ja gut, hier wird noch gebaut. Ja gut, dann müssen wir uns hier weiter verteidigen. Und ich würde mal sagen, dann machen wir das im nächsten Part. Ich speichere jetzt nochmal. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.